Ein herzliches Willkommen zu Destroy All Humans 2. Wir haben feststellen dürfen, dass der alte Feind wieder aufgetaucht ist. Glisk hießen sie, glaube ich. Also, dann gucken wir mal, was wir hier denn noch Schönes haben. Das wird jetzt interessant. Oh, hier laufen schon die ersten Mechs rum. Prima. Ausrede, Waffe zu benutzen. Genau. Ein bisschen skaten. Schön in Russland. Oh. Wasser ist nicht gut, aber wir haben ja hier genug Spielraum. Oh. Oh, wo ist Natalia? Der Genosse, der aus der Kälte kam. Privat, Genosse. Komm zur Sache, Sergei. Ich bin ein vielbeschäftigter Furoner. Ich habe einen Hinweis auf das Projekt Solaris gefunden. Vielleicht möchtest du das weiterverfolgen. Ja, definitiv. Projekt Solaris, hm? Okay, ich höre. Ich habe den Namen des Forschers, der für das organische Waffenprogramm verantwortlich ist. Sein Name ist Dr. Orlov. Und? Kein Und. Das ist alles. Okay, du hast also einen Namen. Und wo soll ich diesen Orlov-Typen finden? Ich konnte seinen derzeitigen Aufenthaltsort nicht herausfinden. Na prima. Aber dies ist eine kleine Stadt, in der jeder jeden kennt. Und ich habe so ein vertrauenswürdiges Gesicht, dass jeder mir alles erzählt. Aber ich bezweifle, dass Orlov in Plauderlaune sein wird. Tu, was du tun musst. Oh je, das bedeutet wirklich viel, wenn es vom KGB kommt. Okidoki. Viel Glück, Genosse. Und du brauchst keine Angst zu haben, falls es ein bisschen grob wird, ja? Nun, man kann kein Omelette machen, ohne ein paar Fabergé-Eier zu zerbrechen. Gut. Also. Vielleicht essen umsonst? Oh, jetzt sind hier überall Kampfroboter oder was? Was da? Was? Mein Leben ist schon alt. Himmel sei Dank lebe ich nicht bei gefrorenem See. Verrückter Doktor da draußen führt immer bizarre Experimente durch. Dabei weiß doch jeder vernünftige Mensch, dass Wissenschaft nur Trick ist, um Bauern dumm fühlen zu lassen. Mhm. So, wo habe ich Zeitung hin? Muss Horoskop lesen, bevor ich zu Wahrsager gehe. Die Soldaten, ach, das sind Soldaten. Ich nicht nachschauen, Wolf. Ich auch nicht. Ich habe gesehen, wie Dr. Orlov neulich nach zu vielen Wodkas hier durchgewandt ist. Er sollte überlegen, ob er seine Hütte im Nordwesten nicht lieber gegen großzügig geschnittenes Studio-Apartment die Stadt tauschen will, damit er nicht hinfällt und erfriert nach so einem Besäufnis. Oder Loft. Loft wäre auch noch. Was war das? Wir Traum, Mann! Na? Sieht doch wieder nach einer Falle aus, oder? Bisschen. Nun auf. Sage mal. Schon froh sein, dass ich da bin, ne? Ah, Hilfe! Hilf mir! Ein toter Affe kann nicht mehr reden und ich muss sein Gehirn noch irgendwie nach Informationen zum Projekt Solaris durchforsten. Scheiße, ich rette ihm wohl besser seinen Affenarsch. Jagd ihn aus Versteck!
Oh, da ist ja noch so ein Ding. Ja, das macht gar nichts. Liebe! Alle? Nee, hier ist noch einer. Schreien! Wo kommen die denn her? Ich sehe die noch gar nicht. Wenn er nicht rauskommt, noch so ein Penner. Dann kann er wohl nicht mehr reden, denk ich. Du willst lieber weg da! Ja, ist ja gut. Das war nicht gut. Wo ist er? Das hätte ins Auge gehen können. Ich kümmere mich um haarlosen grünen Pudel. Ihr Agenten bringt Orlov rauszukommen. Komm, stirb. Ja, ist doch gut, Mensch. Du willst lieber weg da. Haben wir es jetzt? Wie viel sind denn da noch? Um Gottes Willen, das nimmt ja gar kein Ende. Das heißt, die Rakete kommt. Sage mal, wie viel kommen denn da noch von diesen Krotteln? Aus dem Weg! Oh, um. Oh. Oh, 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 jetzt muss ich aber aufpassen. Es muss die... Ja, jetzt ist... Hab ich sie jetzt? Es wird immer noch gekämpft. Ich habe eine Bonusmission, die ich jetzt tatsächlich im Eifer des Gefechts nicht anschauen konnte. Naja. Freust du dich? Oh. Ach, Dr. Orlov, nehme ich an. Wie kommt es, dass du keine coole Zeichensetzung wie Dr. Go hast? Ich weiß nicht, wovon du redest. Scheint so, als hättest du einen akuten Befall von KGB-Kakerlaken gehabt. Zum Glück war ich in der Gegend, um sie für dich auszurotten. Ach, das warst du. Ich bin beeindruckt. Hervorragende Hand-Augen-Koordination. Du solltest Computerspiele ausprobieren, das ich in Freizeit entwickelt habe. Spiele? Auf einem Computer? Du verschwendest deine Zeit, Doc. Doc, hast du kurz Zeit? Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Oh, das ist alles. Ich hatte schon befürchtet, du wärst außerirdische Kreatur, die mich infizieren will. Nun, wie du eindeutig sehen kannst, bin ich kein Außerirdischer. Nun, zu Projekt Solaris. Ah, Solaris, da. Damit kenne ich mich etwas aus.
Ich arbeitete an organischen Waffenprogrammen im Zusammenhang mit Projekt Solaris. Aber ich habe gekündigt, nachdem ich gesehen habe, sehr merkwürdige Dinge. Definiere merkwürdig. Außerirdische Kreaturen wie riesige Weltraumhummer. Sie infizieren Menschen und manipulieren ihren Körper wie riesige Marionetten. Einfach so. Ich dachte, ich wäre Nächster, also habe ich Arbeit an Waffen begonnen, um sie zu bekämpfen. Das wahrscheinlich ist Grund, warum KGB mich angegriffen hat. Oder sie wollten meine Sammlung von Broadway-Soundtracks. Diese Waffe, an der du gearbeitet hast, funktioniert sie? Ich weiß nicht, ich habe sie nie vollendet. Ganze Sache ist zufällig passiert. Ich war auf Weg zur Arbeit eines Tages als seltsames Objekt vom Himmel gefallen. War Fragment von außerirdischem Raumschiff, Computerdatenbank, mit der ich Waffe erstellt habe. Ein außerirdisches Artefakt mit Daten über die Blisk? Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und wenn du gefunden hast, kannst du vielleicht benutzen, um Kreaturen zu besiegen. Wo ist denn das Artefakt? Okay, ich glaube, ich kapiere langsam. Wo ist dieses Daten-Dingsi jetzt? Sollte immer noch in Forschungseinrichtung von Gorodok Naoki, Stadt der Wissenschaft sein. Wie einprägsam. Schätze, ich gehe besser mal rüber und finde es, bevor es das Krabbengezücht tut. Sei vorsichtig. Anlage wird gut bewacht. Viel Glück, Tovarisch. Wie sagtest du, war dein Name? Kuriakin. Ilya Kuriakin. Nett, dich kennenzulernen. Ja. Der Humor. Es wird jetzt tatsächlich langsam etwas schwieriger, muss ich sagen. Was ist denn das? Nicht erobere! Vermutlich aus Aal! Halte euch! Dingsi-Dongsi. Vielleicht schlanke KGB-Agentin in schwarzem Leder hier, um mich in besseres Leben zu entführen, da? Das habe ich gerade überlegt, ob ich schnell rüberfliegen soll, aber nein. Gucken wir mal. Das ist etwas trostlos mit diesen ganzen Antennen hier. Überall. Oh. Ist hier irgendwo Leute? Nicht schon wieder, Witz mit Papiertüten. Was ist das? Warum braucht Forschungseinrichtung Strom von außen? Hat doch Atomreaktor direkt auf Gelände. Dürfen. Na, ich hänge. Sag mal. So. Ich will so dringend Job in Forschungseinrichtung. Forschungseinrichtung in Stadt braucht sicher viel Strom, wenn sie Atomreaktor brauchen für Versorgung. Oder haben Wissenschaftler kalte Fusion entwickelt? Oh, sie finden Artefakt. Und was ist das Erste, was sie damit machen? Einen Metallbehälter holen, um es zu lagern. Ich habe seit Jahren um Metallbehälter für meine Experimente gebettelt. Wessen Hartwurst muss ich hier schütteln, damit ich mit... Angriff! Ich sterbe, stirbst du! Ein Ingrossenschon! Erst schießen! Leichenlassen! Angreifen! Beweg dich! Feinde! Vergessen! Oh, ich häng. Es klappt! So. Der nächste Behälter. Irgendwo.
runter vor mir! Du bist keine Herausforderung für mich. Die Metallkiste. Was ist denn das? Oh. Waffenkern einsetzen, machen wir auch noch. Komm. Wenn nicht wissen, was er will. Sei still, mein flimmerndes Herz. Krypto, dieses Artefakt ist in der Tat ein Datenkern mit unglaublich fortschrittlicher Technologie. Er enthält Unmengen an entscheidenden Informationen über unseren Krieg, den wir vor Jahrtausenden gegen die Blisk auf dem Mars geführt haben. Und es kommt noch besser. Ich sollte in der Lage sein, die Daten über die Schwächen der Blisk zu nutzen, um deine Waffen... Sehr gut. KGB hat Dieb ohne Zweifel geschnappt. Einbruch in Atomkraftwerk wurde ganz sicher vereitelt. Okay. Ich kann nicht erst Äffchen. Ich bin ein böser Mother. Na Fresse. Herrlich. Wunderbar. Gut, dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.